Servus Leute. Sitzbank ist umgeklappt. Ich fahre jetzt einen kleinen Schrank holen. eBay Kleinanzeigen zu verschenken. Affen geil. Los geht's. Adresse wäre noch nicht schlecht, ja? Scheiße. Jetzt aber, los geht's. Jetzt rechts abbiegen und dann an der zweiten Möglichkeit links abbiegen. Gut, ein bisschen kenne ich mich ja aus, also machen wir mal das Navi ein bisschen leiser. Trunkelsberg, das ist auch bei Memmingen, da düsen wir jetzt kurz hin. Ich finde Kleinanzeigen super geil. In der heutigen Zeit ist alles immer teurer und vor allem die Qualität lässt nach. Die Preise steigen für eine miserable Qualität. Somit eBay Kleinanzeigen. Ich sag mal so, das Möbelstück, das ich jetzt hole, ist aus der Mode, aus der Zeit. Es ist Eiche rustikal, ein Hängeschrank. Und der bleibt natürlich nicht so. Ich werde den auf jeden Fall umgestalten in irgendeinem Projektvideo. Lasst euch überraschen, das Schränkchen wird auf jeden Fall schön hergerichtet. Und jetzt fahren wir erstmal nach Trunkelsberg und holen dieses Teil ab. Ja, noch falsch. Die Nummer 2 suche ich auch. Ah, ein zweiter. So, dann laden wir es mal ein, das Ding. Perfekt. Alles klar, wird aufbereitet. Super, ciao. So, das ist ja gar nicht so schwer, das Ding. Aber genauso stelle ich mir das vor. Also, ab nach Hause. Ja, und Zeit mal wieder ein bisschen Musik zu hören, oder? Wie wär's mit Nasswei? Das haben wir verfahren, scheiße. Da bin ich falsch, ich muss woanders starten. Hier geht's gut. So, jetzt sind wir gleich daheim. Bei mir daheim. Nicht bei euch daheim. Also voll top, da ist nicht mal eine Glasscheibe kaputt. Ich habe ja schon gedacht, dass irgendwas beschädigt ist. Schlüssel ist auch vorhanden. Ist sehr selten. Oder halt, ja, kommt ab und zu vor, dass der Schlüssel fehlt. Ja, jetzt fahre ich vor meine Garage hin, vor meine vollgestellte Scheißgarage. Meine YouTube-Werkstatt ist noch nicht fertig. Künftig möchte ich dann solche Möbelprojekte natürlich in meiner YouTube-Werkstatt machen. Ja, jetzt lagere ich das erstmal zwischen. Das ist der 1.8. übrigens, 1. August, so als Anhaltspunkt, wie lange das jetzt bei mir lagert. Ich denke mal, ich hoffe, in vier Wochen sowas komme ich mal dazu. Ich habe andere Projekte noch in Planung, aber ich habe natürlich noch vor, jetzt demnächst auf jeden Fall das da hinten auch zu machen, dass das auf jeden Fall auch erledigt ist. Laden wir es aus. Ja, so schaut das Möbel jetzt aus. Ich werde es auf jeden Fall bei Zeiten aufbereiten. Da kommt dann ein separates Video. Das war jetzt nur ein Vlog. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Mal was anderes bei mir auf dem Kanal. Ihr wisst ja, ein Kanalabo ist kostenlos. Also abonniert meinen Kanal, Daumen nach oben und bis bald.